Willkommen zurück zu God of War. Beim letzten Mal haben wir uns hier durchgekämpft und hier sind jede Menge Tote. Und wir wollen jetzt bestimmt hier rein. Das ist bestimmt die beste Idee, die wir je hatten. Was stinkt hier so? Tote. Oder so ein Vieh. Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Fleisch? Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Da haben wir die Menschen, die uns nur Böses wollen. Ist so. Genau das. Ist nicht an meinen Jungen. Ihr Fang. Da kommt ja noch mehr. Was ist das? Dahinter irgendwo. Krieg ich Steine kaputt? So nicht. Da muss halt so mit deinem Gesicht fangen. Wow. Da hinten auch. Oh, er hat den Gefühl. Atreus! Junge! Junge! Du hast jemanden getötet. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Alter, das war gerade ein Vater-Sohn-Gespräch, du Penner. Ich stehe hier wieder auf? Oder sind das andere? Nee, das sind die, die wieder aufstehen. Okay. Warte hier. Ich erledige das. Sie verwandeln sich in die Drauge. Jo. Hier, guck mal. Ich hab. Ach, Scheiße. Ja, ist ja gut. So. Den erstmal auseinanderreißen. Mal Kopf zerstrampeln oder wie auch immer. Hält der auch? Okay, der ist anders. Jo. Das ist ganz schön unangenehme Freaks. So, aber wir leben noch. Irgendwie. Zurück. Ziemlich schnell sogar. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Okay. Dann suchen wir mal einen Weg nach draußen. Hier. Vielleicht können wir hier was machen, genau. Finde etwas, um mich hochzuziehen. Mache ich. Er ist vielleicht ein bisschen niedergeschlagen. Mit den Gedanken woanders. Hast du jetzt was gefunden? Junge, hast du was gefunden? Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Junge! Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Nur was? Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben.
So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Manchmal hat man keine Zeit durchzuatmen. Ist leider so. So, hier noch so alle Vasen. Muss man mal zerstören für ein bisschen Hacksilber. So, hier machen wir ein bisschen Wandschleichen. Dann können wir da hinten irgendwie da runter, ja? Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Okay. Da höre ich schon wieder andere Gegner. Junge, lauf nicht so weit weg. Du musst hier noch looten. So, einmal ganz kurz hier runter, um zu schauen, was da so ist. Okay. Hier scheint hier nichts zu sein. Außer eine große Grube. Ach, hier sind wir. Ach, guck mal. Von da, wo die ganzen Beppos uns angegriffen haben. Gesichter der Magie. Eine Maske gefunden, von 9. Okay, dann können wir jetzt oben lang, denke ich. Ja, so ein Rabe haben wir schon mal gesehen. Odins Augen. Da hätten wir den einen anderen Raben auch so vernichten sollen, ja? Okay. Ey. Wie gehst du mit dem armen Tier um? Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Hm. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Moin. Du hast recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Schlau sein oder sowas. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat nie gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logge. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikja, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Komm schon, Kautz. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Die hat mein dummer Bruder.
Aber ich habe das Talent. Sieh! Und was hast du da draußen entdeckt? Okay, Waffen verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Okay. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource mit in der... Was? Mit in der Welt gefundenen Ressourcen. Können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern? Meine Fresse, warum habe ich solche Probleme mit dem Lesen gerade? Drücken Sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Waffe verbessern. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie L3 für weitere Wertebeschreibungen. Kennen wir. Okay. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Runenangriff Abklingzeiten können durch Verbesserung der Sanduhr Abklingzeit reduziert werden. Jeder Wert bietet im Spiel andere Vorteile. Drücken Sie L3 erneut, um die Beschreibung auszublenden. Waffe verbessern. Kraft und Werte eines verbesserten Gegenstands werden auf der Gegenstandskarte und bei Kratos Werten angezeigt. Okay. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos Werte zu beeinflussen. Zur Verbesserung eines Gegenstands erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Halten Sie Quadrat gedrückt, um die Leviathan-Axt zu verbessern. Okay. Verbesserung von Leviathan-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Okay, als nächstes brennen wir noch eine Frostflamme, um das noch weiter zu verstärken. Die Axt befindet sich jetzt auf Stufe 2. Finden Sie eine weitere Frostflamme, um sie weiter zu verbessern. Verbessern Sie Ihre Waffen, um neue Fähigkeiten im Kauf freizuschalten. Im Pausemenü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben. Drücken Sie nach links, um das Herstellmenü aufzurufen. So, nach rechts. Okay, also wir können einen Clownbogen herstellen. Was brauchst du, Kleiner? Erhöht den Fallschaden und schaltet neue Clownbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Okay. Will ich das? Hast du noch was anderes im Weiß Sinn? So, wir können noch was herstellen, Brustrüstung. Würde halt unsere Abwehr erhöhen. Wildschwein-Schulterschutz erhöht die Stärke auch noch. Machen wir das. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken? Direkt ausrüsten. Fischer Waffenrock. Einfach gefertigt, aber robust. Häufig auch von Hescher-Clans verwendet. Gibt auch nochmal mehr Abwehr. Ja, machen wir mal. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Wird das nicht ausgerüstet versehentlich, ne? Okay. Atreus-Rüstung. Da habe ich jetzt natürlich nicht genug Kleingeld für sowas. Gitterschuss, Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Schwäche aufdecken, wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Kann Gegner würgen, okay. Manchmal findet Atreus Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist. Was brauchst du noch? So, ich kann jetzt meinen Waffenrock hier noch verbessern, beziehungsweise halt auch das Ding. Wodurch wir halt noch mehr Stärke haben. Dann machen wir das. Falsche Zurückhaltung. So. Für weiteres Zeug bräuchte ich mehr Hacksilber. Ah ne, Hacksilber habe ich genug, aber mehr weichen Zwartalfhalmstahl. Okay. Aber vielleicht finde ich ja noch genug Stahl. Aber ich verbessere immer das. Okay. Läuft. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ja, warte. Ich muss jetzt hier ganz kurz nochmal gucken. Aber sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt.
Zauber können nur an angelegte Rüstungen und Talismanen mit Zauberplätzen angebracht werden. Zauber bieten Statusboni und einzigartige Boni, wenn der Gegenstand ausgerüstet wird, an den sie angebracht sind. Einige Rüstungen verfügen bis zu 3 Zauberplätze. Drücken Sie Quadrat, um den Platz an angelegter Rüstung auszuwählen. Drücken Sie nach unten, um den leeren Platz auszuwählen. Ein Zauber auswählen. Symbol der Beharrlichkeit. Genau, macht jetzt das? Habe ich nicht gesehen. Ach, macht noch mehr Abwehr. Ja, okay. Okay. Das hier ist das mit mehr Stärke. Andere hat mehr Abwehr. Habe ich jetzt unnötig hier gemacht. Okay. Sind nämlich beides Schulterschutzdinger. Die Waffenrüstung ist halt irgendwie so ab Hüfte abwärts oder so. Keine Ahnung. Das ist ja dumm. Von mir jetzt. Nicht von Spielen. Einfach von mir. Aber okay. Damit kommen wir irgendwie klar. Fähigkeiten. Wir haben was freigeschaltet. Okay. Wir können hier mit genug XP halt irgendwas erlernen. Halten Sie beim Zielen R2 gedrückt, um die Leviathanaxt aufzuladen. Eine Explosion mit Frostschaden beim Aufprall zu verursachen. War auch nicht verkehrt. Was? Drücken Sie Dreieck, um während dem Aufleuchten nach einem Präzisions-Axtwurf, Blockpunkt und Kopftreffer, um die Leviathan-Axt zurückzurufen und den nächsten Wurf oder Nahkampfangriff auszuführen. Also man kann auch einfach auf den Kopf ziehen und das ist quasi dann eine Schwachstelle, so zum Beispiel. Okay. Hier gibt es auch Sachen, die kann ich noch kaufen. Allein der aufgeladene Schlag ist, glaube ich, aber nicht verkehrt, oder? Nö. Nee. Ist schon mal besser als wie gar nichts. Okay. Hi. Lass mal den Mist hier. So viel stärker bin ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall etwas. Ey. Ja. Der starke Schlag. Der aufgeladene, wohlgemerkt. Ist schon nicht verkehrt. Boah, wenn ich so treffe. Das hat. Nee, sehe ich nicht. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Deine Beinarbeit. Bist du in Scheiße getreten? Keine Ahnung, was der Zwerg gemacht hat, aber es war anscheinend nur annehmbar. Geil. Und Speck. Ups. Er macht dabei nicht so einen Schritt nach vorne. Hätte ich jetzt irgendwie so ein bisschen gedacht. Lass mal den Mist da. Und du da kannst nach Hause gehen. Sag mal, dein Vater ist gut im Töten. Wirst du das auch von ihm lernen? Das sehen wir noch. Dieser Weg, führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Nicht jetzt, vielleicht später. Wenn wir wieder herkommen. Oder wenn wir dir noch mal begegnen. So, was haben wir hier? Ah, ja. Den Ort haben wir quasi von unten auch gesehen. Und haben dann auch hier so ein Leuchterabe gesehen irgendwo. Dann mir so, ja, den sichern später noch hier, so, da. So,
Dann können wir hier auch noch alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Und gehorche doch einfach mal. Würde manchmal schon reichen. So, was haben wir denn hier Schönes? Einfach nur weiter. Wir sind wieder hier. Durchgang. Jo. Die Kiste hatten wir hier von der anderen Seite gesehen und hat mich dann noch gefragt, wie kommen wir denn da hin? Jetzt wissen wir, wie wir da hinkommen. So. Dann gucken wir, dass wir von hier wegkommen. Kann ich den offensichtlichen Weg gehen oder so? Zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack. Hey, undankbares Pack. Komm hier. Muss ich jetzt da lang? Oder muss ich da hinten irgendwo lang? Geht's hier irgendwo lang? Ich glaube nicht. Bei? Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen habe ich nochmal nachgeschaut. Ah, okay, hier sind wir. Oberhalb des Gatters, wo wir vor waren. Dann können wir jetzt munterfröhlich hier durch. Junge, leg uns dann zu. Oh. Ach so. Wollte mal ausprobieren. Wollte mal ein gemeiner Vater sein. Ja, und damit würden wir das Ding wieder aufkriegen. Paar Knochen. Eine sehr tödliche Tür. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, wenn du mir sagst, wie wir es aufkriegen. Wow. Ich wollte nur testen, ob ich tatsächlich Schaden kriege. Ich kriege Schaden. Okay, oben da haben wir eine Kiste. Kommen wir da auch hoch? Kommen wir da hoch? Nein? Vielleicht hier durch? Bitte auf das Holz. Hier lang. Hey. Nehmen wir hier Druckplatten hier? Ich hoffe nicht. Okay. Ja? Sieht ja einladend aus. Einladend, aber nicht abschreckend. Ein bisschen. Will jetzt hier nicht unbedingt sein. So, das? Das ist vorne. Okay, das heißt, wir machen das. So. Und dann können wir jetzt darüber springen. Warte da. Runter. Hey. Boah, scheiße, sehe ich ja jetzt erst. Die Decke kommt runter. Okay. Na gut, dann kämpfen wir halt nicht mit der Axt. Ist in Ordnung. Sieht ja einladend aus. Oh. Nee. Okay. Dann halt jetzt nochmal. Warte da. Runter. Und weg ist der. Wie, du auch noch? Hast du nicht gesehen, was ich mit deinem Kollegen gemacht habe? Kein Beispiel genommen? Okay. Pass auf, da kommt noch mehr. Wie noch mehr? So ein Feuerwerfer ist da auch irgendwo. Und war eben da hinten auch. Komm nur ran, zack.
Okay. Jetzt kommt da noch einer. Einer mit dem großen Hammer. Au. Lass den Mist. Hey. Ja, bis jetzt. Abwarten. Da kommt dann doch noch mal einer. So. Ja. Okay. Hat jetzt nicht so viel gehabt. So, was haben wir denn jetzt hier für eine tolle Kiste? Eine mit Zeug. Okay. So, müssen wir gleich gucken, dass wir Ding hier umstellen, oder? So, dass wir dann vielleicht keinen Schaden kriegen. Wahrscheinlich ungefähr so gedacht, oder? Jetzt, Junge. Okay. Dahin ist ja nicht. Okay. Da oben ist noch so eine schöne Truhe. Da würde ich ja gerne theoretisch hinkommen. Aber vermutlich müssen wir dafür einmal hier hoch. Junge, wir schon hier. Lassen wir das mal los. Wenn das gleich gesunken ist, kann ich vielleicht da oben drauf. Und das ist vielleicht in der Höhe von einer Kiste. Schon später. Warte, das sieht interessant aus. Ja, deswegen warte ich hier auch. Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Genau. Oh. Eine versiegelte Truhe. Da ist bestimmt etwas Gutes drin. Die Runen herkriegen. Eine ist auf jeden Fall da. Eine ist da. Haben wir hier. Könnte da runter, dann bin ich aber auch nur vor den anderen Raum. Also die Frage ist, wie kriege ich jetzt das Ding da kaputt? Wir können einfach was rüberwerfen oder so. Oder den Rückwurf der Axt benutzen. Oder irgendwie sowas, weißt du? Weil ich krieg das Ding ja nicht genau gesehen. Alles hiervon zerstören ist ja nicht. Oh, Menno. Ich will es haben. Oh. Ja, das geht natürlich auch. Das ist ja schon fast zu einfach. So, hat sich's gelohnt. Und mit Blutmet. Wir haben eins der drei Hörner mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Okay. Keine Minotauren-Hörner, aber irgendwelche anderen Hörner. Na gut. Hier lang.
So. Noch ein Gesicht der Magie. Läuft. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Ach, Mann. Bitte. Nur ganz kurz. Ist das der Berg hier? Ich denke, ne? Den wir da aus der Ferne sehen. Jo. Jo. Hast du schon gesagt, jo? Jo. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier dann später irgendwelche Schnellreisefunktionen gibt oder sowas. Das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier erstmal Ende Gelände für heute machen. Und dann machen wir hier dann weiter in der nächsten Folge von God of War. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.